Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 7, die Schlangeninsel. So, ich habe nochmal diese Schriftrolle durchgelesen. Und da steht ja, Meditation führt zur Erleuchtung. Und wir hatten ja auch schon gelesen, dass wir vor der Schlange niederknien sollen und dass man meditieren soll. Und das ist eine Meditationsmatte. Müssen wir meditieren? Wir versuchen das mal. Oh. Schön, wir sind mal wieder alleine. Sehr gut und wahrscheinlich wieder nackelig. Ich bin hier der Erziehersuchende. Es ist meine Aufgabe festzustellen, wie weit deine Ethik bereits fortgeschritten ist, bevor die Prüfung beginnen kann. Möchtet ihr die Prüfung beginnen? Ja, wenn wir schon mal hier sind. Sehr gut. Durchdenkt jede Frage genau, bevor ihr sie beantwortet. Frage 1. Wenn ihr auf jemanden treffen würdet, der mit Sicherheit sterben wird, wäre es dann ethischer, seinen eigenen Tod zu riskieren, um dem Sterbenden zu retten? Oder wäre es ethischer zu fliehen, bevor euch das gleiche Schicksal ereilt? So, wir hatten auf einer der Schriftrollen bei den Skeletten gelesen, dass man nie zurückschrecken soll. Und quasi auch sein letztes Hemd geben soll. Und ich glaube auch so rein ethisch gesehen auf unserer Ebene wäre da wahrscheinlich auch eher so die Maßgabe, den anderen retten zu wollen. Also Tod riskieren. Das ist korrekt. Die Ethik verlangt, das Leben anderer genauso wertzuschätzen wie das eigene. Das Schicksal eines Mannes ist nicht vorherbestimmt, solange er noch lebt. Eure Taten können den Lauf des Schicksals verändern. Frage 2. Wenn ihr in einem Gebäude, von dessen Besitzer ihr nicht wisst, ob er noch lebt, auf ein Zimmer mit unermesslichem Reichtum stoßen würdet, wäre es dann ethisch vertretbar, das Geld zu nehmen, wenn ihr in großer Not seid? Oder würdet ihr das Geld unangetastet lassen, auch wenn es möglicherweise für üble Zwecke verwendet wird? Ja, stehlen, weil man selbst in Not ist, ist aber trotzdem nicht ethisch. Nein, das Geld liegen lassen. Das ist korrekt, Suchender. Ihr hättet keine Ahnung, wofür das Geld verwendet werden würde. Ja, doch schon, aber egal. Die Ethik verlangt, dass ihr nicht ohne Erlaubnis nehmt, ganz gleich wie groß die Not ist. Wenn ihr über andere urteilen wollt, müsst ihr euch eurer Ethik sicher sein. Zuletzt noch Frage 3. Wenn ihr dem sicheren Tod durch die Hand eines skrupellosen Mannes gegenüberstehen würdet, würdet ihr euch ihm unterwerfen, um euer Leben zu retten? Oder würde die Ethik verlangen, dass ihr den Kampf bis zum Tode fortsetzt? Also das ist auch wieder, dass dieses nicht nachgeben, nicht aufgeben. Also kämpfen. Ihr habt recht. Und auch großen Mut, Suchender. Ihr wisst, dass dem Bösen nachzugeben gleichsam bedeutet, die Herrschaft dieses Bösen anzuerkennen. Die Ethik verlangt, dass ihr eure Tugend bewahrt und euch dem Bösen widersetzt, selbst wenn euch das das Leben kostet. Ihr habt recht geantwortet. Von allen Tugenden ist die Ethik oftmals die subjektivste und fragilste. Ihr seid würdig, die Prüfung zu beginnen. Ich dachte, das wäre schon die Prüfung. Aber okay, ja, dann lass uns anfangen. Nein, ich zähle, ich wollte I drücken. Ja, wir sind mal wieder nackig. Und wir haben Gold, juhu. Oh. Und noch ein Goldbarren. Okay. Ich glaube, ich weiß, auf was das hinauslaufen könnte. Weil man genau diese Gegenstände hat. Der Weg zur Weisheit liegt vor dir. Wenn deine Taten so tugendhaft sind wie deine Worte, wirst du nicht versagen. So, das ist eine Kiste. Mit einer Schriftrolle Übersetzung. Nein, ich wollte nicht das Wasser benutzen. Das habe ich auf dem Boden gepfützt.
Ja gut, laut Spiegel ist wieder Blut. Aber so sah es eigentlich nicht aus. Wir haben noch ein Eimerchen. Hoffentlich war das jetzt nicht das Ethikwasser. Oh Mann. Weil eigentlich brauchen wir Disziplinwasser, aber aktuell sind wir eher bei der Ethik unterwegs. Aber okay, wir werden schauen. Wir haben ja Übungen darin, irgendwo nackt ausgesetzt zu werden. Eine verschlossene Truhe. Wir haben aber nur eine Übersetzungsschriftrolle, keine Waffen, nichts. Können wir die mit bloßen Händen kaputt machen? Verschlossene Truhe. Komm, mach mal Kung Fu oder so. Dann nicht. So, was haben wir hier? Wählt. Was denn? Achso. Achso. Jetzt müssen wir wahrscheinlich unser Leben geben. Drück den Schalter. Achso, da, Schalter. Okay, das ist jetzt das mit den sterbenden Menschen retten. Nein, wir stehen in den Flammen. Avatar, drück doch mal bitte den Knopf. Ich wollte es. Suchender, ihr habt die Bedeutung der Ethik darin nicht verstanden. Studiert und meditiert weiter. Ihr könnt es morgen noch einmal versuchen, wenn ihr wollt. Ich wollte das Richtige machen. Aber es ging irgendwie nicht. Und der Avatar hat wieder komische Sachen in der Hand. Ich glaube, ich weiß, was ich tun soll. Und wieso ist der Roboter nicht mehr in unserer Gruppe? So, ich wünsche, dass du mich begleitest. Ich gehorche. Sehr schön. Ihr müsst erst weiter meditieren, bevor ihr euch den Prüfungen erneut stellen könnt. Muss ich jetzt wirklich hier schlafen? Oh, ich lade den Roboter mal wieder ein, nicht, dass er irgendwie wegläuft. Gut, dann schlafen wir eine Runde. Hat er gesagt, einen Tag. Das ist jetzt ärgerlich. Ich wusste, was ich tun sollte, aber es hat nicht funktioniert. Ach Mann, Spiel. Dürfen wir jetzt? Ich weiß, es sind nur 12 Stunden. Nein, dürfen wir nicht. Ist... Nein, jetzt ist das Bett weg. Wir laden. Ich habe keine Lust, nochmal ein Bett suchen zu gehen. So, wir wissen, was zu tun ist. Und jetzt tun wir es einfach. Ah, ich glaube, es wird auch dunkler, weil der Avatar dann seine Leuchtkrone nicht mehr anhat. Ja, wir wollen die Prüfung beginnen. Wir würden unseren Tod riskieren. Ich habe es ja versucht. Wir würden das Geld liegen lassen. Und wir würden kämpfen. So. Dann haben wir das mal wieder geklärt. Diesmal werde ich das Wasser nicht pfützen. So. Ja, ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Ich weiß auch nicht, warum eine Flöte da liegt. Packen einfach mal alles ein. So, und ich will jetzt diesen Mann da retten. Spiel, bitte lass mich das dann auch. So, wählt. Alles klar, mach auf. So, ja, ich will dir helfen. Oh, war das knapp. Ihr habt euer Leben riskiert. Ja, haben wir. Ihr seid wahrhaft ethisch, danke. Wer bist denn du eigentlich? Magier. Ihr habt die Ethik der Rettung anderer wirklich verinnerlicht. Ihr seid würdig, die Prüfung fortzusetzen. Passt auf. Ähm,
so ein bisschen Heilung wäre halt auch cool gewesen. Wer der weise Mann weiß, dass Blut wichtiger ist als Wohlstand. Ja. Wieder eine Übersetzungsrolle, warum auch immer wir damit zugeworfen werden. So. Befreit euch von der Gier und euch wird Freiheit zuteil. Ja. Das ist jetzt der Punkt, man hat sich ja gewundert, warum man gerade Geld, Edelstein und einen Goldbarren am Anfang bekommt. Man hat nichts mehr außer diesen Dingen. Also lassen wir das mal bitte hier. Zack. Zack. Legt das mal bitte darauf. Ich würde es gerne darauf legen. So. Und eigentlich würde ich den Avatar auch gerne heilen, aber ja. Genau, das war scheinbar richtig. Dann sollten wir wahrscheinlich die Schätze auch nicht anrühren, oder? Ich schau mal rein. Eine goldene Schlange. Noch eine goldene Schlange. Ah, ich glaube, das war jetzt auch richtig, weil ich das nicht mitgenommen habe. Genau, das war jetzt wahrscheinlich der Punkt, ob ich die Schätze mitnehmen würde, wenn niemand halt da ist, der sie bewacht. So, warum es jetzt diese Nischen noch gibt? Ich habe so das Gefühl, dass wir gerade endlos laufen. Kann das sein? Ah nee, das ist ein Knopf. Ihr habt gelernt, die Ethik mehr wertzuschätzen als schnöden Reichtum. Ihr seid würdig, die Prüfung fortzusetzen. Passt auf. Kann mich bitte vielleicht mal irgendjemand heilen? Na super. Hi, Bartlin. Na, na, na. Wenn das nicht mal der Avatar ist, du bist eigentlich tot. Narr, ihr hieltet mich für tot? Ja. Doch nun ist es für euch an der Zeit zu sterben. Ach du Kacke. Wir kämpfen mit einer Fackel. Kümmerliche Avatar, ihr könnt nicht abwehren, was allmächtig ist. Ihr seid so gut wie tot, Avatar. Ja, das wissen wir. Ergebt euch mir und vielleicht schenke ich euch euer Leben. Ergebt ihr euch? Nein, und das ist dann auch der dritte Punkt. Niemals aufgeben. Also ergeben wir uns nicht. Nein. Verdammt, sollt ihr sein. Ihr habt an eurer Tugend festgehalten. Das Wesen der Ethik hat euch durchdrungen. Mit einer Fackel. Ich beglückwünsche euch, Suchender. Ihr habt erreicht, was viele vor euch nicht vermocht haben. Und was? Hi, Automat. Komm bitte wieder in die Gruppe. Jetzt haben wir... Danke, Spiel, dass du uns das Zeug gelassen hast, aber... pack das mal bitte... Irgendjemand in den Rucksack. So, das da ins Pfötchen, dann sieht das soweit ganz gut aus. So, aber was haben wir jetzt davon? Warum haben wir den Test gemacht? Haben wir jetzt diesen Tempel repariert? Das würde zumindest Sinn machen. Ah, ich glaube, das Wasser ist vorher nicht geflossen, oder? Nehmen wir da mal einen Eimer voll mit. Wasser der Ethik. Passt nicht. Ja, kümmert euch mal um die Katze. Also muss man auch immer ein Rätsel lösen, bevor man dann an das Wasser rankommt. Okay. Habe ich verstanden. Soweit so gut.
Und wir stehen auf dem Brunnen. Also muss man das Wasser dann immer direkt von der Quelle zapfen. Und ich will hier irgendwie da lang. Genau. So, dann gehen wir wieder in den Keller. Also wenn wir das Wasser der Ethik dann auch noch für irgendwas gebrauchen können. So, dann wieder zurück auf den Dunkelpfad. So, jetzt rechts fehlt ja noch eine Tür, die sich nicht öffnet. Hier haben wir dann alles, hier geht's nach Monitor. Dann gehen wir mal hier lang, falls ja, geht. So, da teilt sich der Weg dann auch wieder. Wir gehen uns erstmal wieder geradeaus. Ja, ist sogar möglich. Und gehen dadurch. Vielleicht sollte ich den Avatar immer noch heilen. Ah, genau, das ist dieses Labyrinth-Dingens da, was ich nicht verstanden hatte. Da müssen wir jetzt dann dran arbeiten. Aber vorher heilen wir. Hä? Wieso haben wir jetzt einen Rucksack im Rucksack? Ich glaube, das Spiel hat nicht alles unterbekommen, was wir eigentlich besitzen. Ja, Spiel, ich kenne das Problem. Ich kenne das Problem. So, das Stäbchen hatten wir mal. Ach so, das Spiel wollte uns auch unbedingt noch das Gold einpacken und den Rucksack vom Avatar und irgendwie hat das nicht alles gepasst. Wir lösen jetzt mal dieses logistische Problem. So, das ist unser eigentlicher Rucksack. So. Das war nur normales Wasser. So, und ansonsten hatten wir zwei Übersetzungsschriftrollen, genau. Die brauchen wir nicht wirklich. So, da liegt ein Skelett, das hat nichts. So, dann stellen wir uns dann diesem Rätsel, nachdem wir uns geheilt haben. Oh ja, und den Kiefer hatte ich eingepackt, sicher. So, einmal völlige Heilung auf den Avatar. So, ich weiß nicht, bei welchem wir jetzt sind, bei welchem Tempel. Wir sind da ganz oben. Passt das zu einer Beschreibung, die ich aufgeschrieben habe? Das ist alles irgendwie immer südlich. Die Ethik waren wir ja. Disziplin, westlicher Zweig, große Bucht, Ostküste folgen, weiter nach Osten. Doch, das könnte dann Disziplin sein. Das könnte Disziplin sein. Ja gut, wir werden es wahrscheinlich irgendwo hier drin erfahren. Aber wo ist jetzt hier eigentlich Wasser? Egal. So, an dieser Kiste waren wir mal, da waren ja ein paar Schuhe drin. Die hatten wir dann weiter hinten verwendet, um zur Treppe zu gelangen. Aber irgendwie hatte ich das ja nie so ganz geblickt. Also ich glaube, da ist Wasser. Genau, und da ist ja auch diese magische Linse war da. Aber ich hätte halt nur nicht verstanden, wie wir da hinkommen. Ach so, ich glaube, so kommt man eigentlich zur Treppe, nicht über die Schuhe. Ja, es gibt dann oft mehrere Wege, ein Problem zu lösen. Vielleicht sollte man dann die Schuhe nochmal mitnehmen. Vielleicht braucht man die dann für was anderes. Nimm mal die Schuhe bitte mit. So, kommt man dann hier auch nochmal irgendwo? Also hier müssen wir wahrscheinlich hin. Das sieht irgendwie speziell und wichtig aus. So, und
Oh, ich glaube, ich war das letzte Mal einfach blind, oder? Ich glaube, hier waren wir schon mal, aber ich glaube, ich habe diese Treppe nicht gesehen. Genau, das weiß man nicht. Wir gehen dann jetzt mal den offiziellen Weg zu der Treppe. Hier so, da so, hier so und da so und dann hier außen rum. Ganz ohne Stiefel auf die Treppe. So. Und dann waren wir ja hier außen rum gegangen. Und dann da hoch. So, da waren wir ja dann nirgendwo mehr weitergekommen. Na. Geht mal ums Eck. Ah, genau, da müssen wir die Treppe runter. Da müssen wir einmal außen rum. Aber ich glaube, das passt halt auch zur Disziplin. Denn die Disziplin ist ja dieses niemals aufgeben. Und bei solchen Labyrinthen kann man ja halt auch mal die Nerven verlieren. Und deswegen vielleicht dieses niemals aufgeben. Also das könnte der Tempel der Disziplin sein. So, und jetzt. Genau, wieso hatte ich das letzte Mal nicht gecheckt? Genau, das weiß man nicht. So, gibt es hier irgendwelche Fallen oder kann man hier durchmarschieren? Sieht nicht so vertrauenserweckend aus. So, das ist eine Truhe. Mit einem Schlüssel und einem Zauberstab. Nehmen wir beides. Autsch. Oh. Beuden, nein. Nicht beuden, nicht beuden, nicht beuden. Halt, Panik. Au ja, Panik, Panik, Panik. So, zuerst mal eine Regeneration, dann direkt wieder. Dann. Falle aufdecken, da oben. Und dann Falle zerstören. Da. Und da. Dann müsste jetzt Ruhe sein. So, das war wahrscheinlich der Schlüssel von gerade. Und dann schauen wir uns hier mal um. Abhandlung über die Herstellung von belebten Juwelen. Das hatten wir schon mal gelesen. Genau, das war auch das, wo ich gedacht habe, dass diese belebten Juwelen gebraucht werden, um eine Menschenseele in den Automaten reinzusetzen. So, vielleicht sollten wir das auch mal einstecken. Passt nicht. Großes Licht, das können wir noch nicht. Übertragen das da. So. Glaubensbekenntnis des Chaos. Das hatten wir auch schon mal gelesen. Leicht und locker. Handbuch für leitende Offiziere kennen wir auch. Zepter der Erleuchtung. Wahre Hingabe stellt die Erleuchtung über alles andere. Zepter der Erleuchtung. Keine Ahnung. Ach, ist das das? Ah, ein Zepter? Passt nicht. Ja, die wichtigen Sachen hätte ich aber gerne beim Avatar. Du hast einen Eimer normales Wasser, dann lass den mal bitte hier, beziehungsweise gib den dem Automaten. Was hast denn du, was nicht so wichtig scheint? Das sind diese komischen Dinger da. Avatar, du machst mich irgendwann wahnsinnig.
Ja, das Gold kannst du noch abgeben. Wie groß ist denn das Ding? Die Knochenhalskette. Och, Menno. Ja, ich glaube, den Helm, der ist nicht mehr wichtig. Den hatten wir ja schon mal verwendet. Ja, dann passt das auch. Sehr schön. So, das war jetzt der Zepter was? Zepter der Erleuchtung. Wahre Hingabe stellt die Erleuchtung über alle an, über alles andere. So, Trümmer. Die Kraft der Magie von Rusinos. Viele von uns haben schmerzlich erfahren müssen, was es bedeutet, wenn ein für uns wichtiger Gegenstand verschwindet. In den meisten Fällen verschwanden die Dinge, weil sie gestohlen wurden. So ist es notwendig geworden, Bürger und ihr Eigentum zu schützen. Menschen haben hierfür ihre eigenen Techniken erfunden. Einige davon waren gefährlich und schadeten der Person, die sie schützen sollten. Einige von ihnen aber waren nützlich und effektiv. Im Folgenden sind einige Methoden aufgeführt, sich selbst und sein Eigentum zu schützen. Um ein Haus vor Feuer zu schützen, werden bestimmte Gegenstände benötigt. Ein Fässchen Mondstaub und ein, wieso liegt unser Geld da? Fässchen geröstete Eisameisen. Die Mixtur aus beiden muss im Kreis um das Haus verteilt werden. Leider hat sich dieses Verfahren nicht als uneingeschränkt wirksam erwiesen. Um Nutztiere und Haustiere vor Raubtieren zu schützen, ist eine Futtermischung aus den folgenden Zutaten sehr hilfreich: Ein Eimer roter Mais, ein Eimer Fischleich, ein Eimer gemahlenes Gargoyle-Horn und ein Eimer Wasser aus dem Silberbrunnen. Füttere die Tiere etwa einmal pro Woche vor Sonnenaufgang. Der effektivste Weg, sich vor Eindringen zu schützen, ist ein Kombinationsvexierschloss an den Türen. Das hat mich jetzt nicht wirklich erleuchtet, aber da liegt Geld. Das würde ich gerne mitnehmen. So, ja, wir denken nochmal darüber nach und gehen in die Pause. Bis gleich.